Das Regio TV Plus ist heute im Ackermannshof. Unter dem Titel Thinking Technology gibt es hier eine Vortragsreihe. Sie ist organisiert worden von der Vereinigung Symposion. Und das Thema ist die stetig wachsende Macht der Algorithmen. Bei uns ist der Oliver Nachtwey, Professor Oliver Nachtwey. Er hat hier einen Vortrag über das Kapital und die Digitalisierung des Kapitals. Herr Nachtwey, was bedeutet der digitale Kapitalismus für die Gesellschaft der Zukunft? In erster Linie bedeutet das, dass die Datenkonzerne nicht nur unser alltägliches Leben in zunehmendem Maße bestimmen. Das heißt, wir sind jeden Tag mehr oder weniger auf Facebook, bei Twitter oder bestimmten sozialen Medien, sondern dass diese Konzerne auch die Arbeitsbedingungen zunehmend bestimmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Basler Kantonalbank zum Schaffen hingeht, dann gibt es das sogenannte New Work Konzept da. Das heißt, nur noch für 70% aller Beschäftigten gibt es einen wirklich regulären Arbeitsplatz, man wechselt sich ab. Das sind Konzepte, die in dem digitalen Kapitalismus im Silicon Valley sehr verbreitet sind, und diese Arbeitsnormen verbreiten sich jetzt auch hier in der Schweiz. Sie brauchen religiöse Begriffe wie Monotheismus, wie Polytheismus. Warum? Das Interessante an der Digitalisierung ist, dass es ja vermeintlich auf den ersten Blick etwas Hochrationales. Es wird mit Daten gearbeitet, mit großen Datenmengen, mit Algorithmen, Mathematik, Statistik, Programmiersprachen. Das sind alles Elemente, die die Welt eigentlich rationaler machen. Aber sehr viele Leute im Silicon Valley haben eben eine spirituelle Beziehung dazu. Sie glauben, dass mit den Daten die Welt nicht nur besser wird, sondern dass man auch in ein gewissermaßen jenseits unserer profanen Welt hinübertreten kann. Zum Beispiel Ray Kurzweil, das ist der technische Direktor des Google-Konzerns, das werde ich auch gleich im Vortrag sagen, der geht zum Beispiel davon aus, dass es Gott noch nicht gegeben hat, aber dass es ihn geben könnte oder geben wird, weil es eben diese Welt der selbststeuernden Algorithmen gibt, die dann allwissend sind. Da sind wir bei einem wichtigen Problem. Früher hatte das Kapital einen realen Gegenwert. Heute flüchtet sich das Kapital in die Zukunft. Es wird eine Idee. Wo endet das? Ja, das Kapital hatte früher auch häufig nur eine Idee, aber es war tatsächlich nicht so flüssig wie heute, nicht so ideell wie heute. Wir sehen zum Beispiel an den Börsen, dass es eine sehr starke Vermögenspreisinflation gibt, dass viele Kapitalien nicht mehr in dem Maße materiell hinterlegt sind, wie sie einmal waren. Das ist richtig. Andererseits sehen wir, dass auch dann der Staat zum Beispiel bemerkt hat, er kann dann doch noch mal geldpolitisch deutlich stärker eingreifen, Modern Monetary Theory, das heißt, man schmeißt kurz gesagt die Gelddruckpresse an, was wir jetzt auch ein bisschen bei der Inflation merken. Aber wir sind gerade in einer Umbruchphase, wo die Knappheit des Geldes, die man aus den alten Zeiten kannte, was auch den Zins bestimmt hatte, nicht mehr so gilt, sondern wir sind eigentlich, und das ist das Paradox in unserer Situation, in einer Gesellschaft des Überflusses an Kapital. Es gibt zu viel Kapital. Ein Teil des Kapitals weiß gar nicht mehr hin, wo es investieren will. Der andere Teil des Kapitals ist schwer auf der Suche, merkt man auch hier in Basel, weil die ganzen Versicherungskonzerne für ihre Rendite die ganzen Wohnungen aufkaufen. Aber ein anderer Teil des Kapitals, der sagen, liegt bei den globalen 1% oder bei den 0,1%, und diese Anlagen, die sind beständig in Bewegung, und das bringt natürlich große Gefahren für die Weltwirtschaft. Gleichzeitig erleben wir, wie die freie Marktwirtschaft, etwas Demokratisches schlechthin, einer Diktatur des Kapitals Platz machen muss, zwingend irgendwie. Gibt es da ein Instrumentarium, das zu lenken? Ich tun mir jetzt Ideen historisch etwas schwer zu sagen, die freie Marktwirtschaft ist das Demokratische, wenn man nämlich in die Betriebe schaut, und ich habe mich immer sehr viel mit betrieblicher Mitbestimmung beschäftigt, dann ist ja in den Betrieben, da ist dann nicht mehr so viel Demokratie vorhanden, sondern da ist dann ja sehr viel Hierarchie vorhanden. Eine Diktatur des Kapitals, das sehe ich nicht, das sehe ich nicht kommen. Ich sehe ja eher gewissermaßen auch eine Demokratisierung. Zum Beispiel mehr Menschen können jetzt teilnehmen
am Aktienhandel. Viele Menschen haben eine Trading-App auf ihrem Handy. Das führt aber auch dazu, dass diese Menschen häufig ihre Ersparnisse mit mehr Risiko behaftet haben. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Diktatur des Kapitals sehen, sondern eher, dass wir eine stärkere Verteilung von Risiken haben, weil mehr Menschen ihre Ersparnisse zum Beispiel dann in Trading-Apps oder auch in ETFs, also das sind spezielle Investitionskonten, die sich nach dem allgemeinen Aktienportfolio richten, gelagert haben. Und dadurch würden zum Beispiel bei einem Abschwung, wenn die Zentralbanken sich einmal entscheiden, gegen die Inflation vorzugehen, und das könnte durchaus in der nahen Zukunft auch mal passieren, dann würde es zum Beispiel sehr starke Rückgänge auch beim Swiss Market Index geben. Und das heißt, die Teile der Bevölkerung, die Aktien hätten, würden mitleiden. Aber Sie werden eine Abstiegsgesellschaft. Warum? Weil in den vergangenen Jahren, zumindest bis Mitte des letzten Jahrzehnts, in Westeuropa, aber auch in den USA für die westliche Welt, der Aufstiegsprozess der alten Arbeiterschaft zur Mittelklasse, der wurde sehr stark ausgebremst, und für Teile der Mittelklasse ging es dann sogar wieder nach unten. Man muss dazu sagen, für die Schweiz gilt das in dieser Form nicht. Die Schweiz hat eine relativ stabile Mittelklasse. In Deutschland ist aber die Mittelklasse in den letzten 30 Jahren tatsächlich geschrumpft. Und das war etwas Einmaliges für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass es wieder diesen Schrumpfungsprozess gab und dass es wieder eine Gefahr des Abstiegs gab. In der Schweiz gibt es große Ungleichheiten. Es gibt auch eine Unterklasse, aber die ist anders als in Deutschland, wo es etwa 20% des Arbeitsmarkts sind. In der Schweiz etwa nur 10%. Und das heißt, hier sind die Verhältnisse stabiler, bei allerdings sehr großen Ungleichheiten der Einkommen, vor allem der Vermögen. Und Abstieg ist auch etwas Relatives. Das heißt, beim Einkommen und Vermögen, wenn man den Gini-Index hinnimmt, gab es zum Beispiel einen Aufstieg für die Arbeiterschaft in den letzten 50 Jahren. Und der ist natürlich auch in der Schweiz insofern nicht mehr so vorhanden, weil sich die oberen 10% und vor allem das oberste 1% hinsichtlich der Vermögen noch mal stärker abgesetzt hat. Also da ist der Abstieg eher ein Nicht-mehr-Mitkommen. Beinhaltet die Digitalisierung des Kapitals auch die Chance für eine gerechtere Verteilung? Auf jeden Fall. Man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, global besser die Konten zu kontrollieren. Man hätte die Möglichkeit, Steuervermeidung besser in den Griff zu bekommen. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, über verschiedene Kryptoverfahren sich auch den Steuermöglichkeiten zu entziehen. Aber man sieht ja durchaus, dass es Einsichten in der Politik gibt. Die Einführung einer globalen Mindeststeuer ist wirklich die globale Einsicht, dass der Steuerwettbewerb der Staaten untereinander ruinös war. Und die Schweiz liegt teilweise sogar unter dieser Mindeststeuer. Ich denke aber gar nicht, dass es der Schweiz schadet, sondern dass es eher sozusagen auch etwas sehr Schweizerisches ja im Grunde wieder einführt, nämlich die gleich langen Spieße. Das heißt, die Staaten konkurrieren nicht über eine zu niedrige Steuer, sondern sie konkurrieren über ein gutes Angebot an Investitionsbedingungen, Infrastruktur, Arbeitskräften. Davon hat die Schweiz viel. Aber gerade die Digitalisierung wäre eine sehr gute Methode, tatsächlich Transparenz in Vermögen zu bringen und dann eben auch die Besteuerung von Vermögen effektiver zu vollziehen. Herr Nachtwey, wir danken Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.